Hey Leute, wir sind alle hier. Yuyuwumi, erster, zumindest bei mir angezeigt. Käsefuß ist bei mir sogar dritter. Käsefuß, was ist denn los? Du lässt nach. Startim SG, hey, der ist bei mir zweiter. Und falls ihr im Hintergrund irgendwelche komischen Geräusche hört, wie gerade jetzt vielleicht gerade, wobei das war etwas leiser als sonst, dann nicht wundern, das ist mein Aquarium, lol. Es macht Geräusche, ja. Maxify, hi. Hamid ganz freundlich mit Huren, okay. Lino, hi. Lino, gut, dass du da bist. Wir brauchen jemanden, der sich mit Pokémon auskennt. Mutter, hey, Fragezeichen, ja, hey. Hey, Tim. Hallo, Ibims, der Lappen. Ja, da kann ich dir noch recht geben. Hallöchen, King. Skis. Fiona ist da. Oh Mann. Ah, was schreibt ihr denn alles? Bei mir bin ich Erster. Nee. Hi, David. Dein Aquarium mal wieder. Ja, mein Aquarium mal wieder. Wie oft ist das jetzt eigentlich schon übergegangen? Also ihr habt es ja einmal oder zweimal in einem Stream mitbekommen. Also ist schon echt oft übergegangen. Hinter dem Kasten, wo das draufsteht. Muss es schon so schimmeln? wir haben endlich 5 Orden, Leute. Oh shit, wir reiten auf Miau, stimmt. Wo ist Miau? Wie ist Miau nicht hier? Der Chat rastet aus, er ist so. Was ist denn hier los? Okay, Leute. Was geht ab? Leben die Pokémon? Oder sind sie tot? Ja, geht so. Ja, holen wir mal Fiona nach vorne. So, damit Fiona mal schön stirbt. So, wo sind wir denn gerade? Ich habe die Orientierung verloren. Wow, da ist so ein kleines Grashalm, was ich drauf trete. Denn ernst? Ja gut, wenn du es nicht anders willst, dann fange ich dich halt, wenn ich XP bekomme. Und ich kann heute treffen. Oha. Miau ist da. Hey, gerade von dir gesprochen, dass ich auf die Reite. War denn nicht letztes Stream irgendwas? Irgendwas irgendwie... dass du irgendwen betrogen hast oder so. Also in-game, also das Galopper oder so. I don't know. Wir reiten. Ja, war da nicht irgendwie was damit oder so? Irgendwas Zweideutiges war. Aber ganz ehrlich, was ist hier nicht zweideutig in diesem Let's Play? Tauros Story, I guess. Ja, irgendwas mit Tauros. Stimmt. Wann werde ich ein Pokémon? I don't know, weil ein neuer Platz frei ist. So, aber jetzt sterben wir erstmal, wie gesagt. So, hier sind ein paar krasse Typen. Anscheinend auch Zwillinge. Wenn du verlierst, lässt du seine Moneten rüberwachsen. Standen. Oh shit. Entwickel Fiona. Soll ich jetzt Fiona entwickeln? Ist sie schon das richtige Level? Arne, was ist das für ein Name? Hallo. Hallo, Kerstin. So, und ich habe mal wieder alles vergessen, was man über Pokémon wissen kann. Ich habe keine Ahnung, ob hier irgendwas effektiv ist. Was ist denn effektiv so gegen Gift? Ich mache einfach das in der Hoffnung, dass es stark genug ist und es umbringt. Und es lebt noch, verdammt. Meine Statusveränderungen wurden aufgehoben. Wow, das ist gut gemacht. Dann probieren wir es mit Zauberschein. Ja, das ist auf jeden Fall sehr gut gewesen. Immer nur Pokémon. Was heißt immer nur Pokémon? Wir haben uns die letzten beiden Male Splatoon gestreamt. Ey. Und dabei, obwohl ich gesagt habe, ich will kein Splatoon streamen. Haben wir nicht sogar die letzten 3 Male Splatoon gestreamt? Wir haben richtig oft jetzt... Ach, egal. Dann probieren wir es mit Geist. Sie ist schon 6 Level bereit. Okay, lol. Ja, entwickeln wir sie dann. Oh. Das verwirrt nur. Ups. Ja, dann bring dich halt selbst um. Ganz ehrlich. Nein, du vergiftest mich nicht. Aber bringst mich um. Okay, auch gut. Schön. Nimm die Ehre. Ein krasser Punker, ja. Wie spricht man das überhaupt aus? Ich habe dieses Wort halt bisher noch nie... Ich wurde damit noch nie konfrontiert, außer in Pokémon-Spielen. Wie spricht man das aus? I guess, ich habe es auch jetzt zum ersten Mal in meinem Leben versucht auszusprechen.
Boden kann. Das Gift nicht so gut. Pank. Gift ist stark gegen Vieh. Okay. Wusch. Ach, verdammt. Autsch. Was war das für ein Riesenschwanz? Und wieso war er weiß? Und nicht lila, so wie du. Da, tot, Noob. So. Oh, das war's schon. Das kann doch nicht wahr sein. Ja gut, wir gehen jetzt zurück zum Pokécenter, heilen Fiona und dann entwickeln wir Fiona. Let's go. Ha, mit Galoppe sind wir eh so schnell, das ist toll. Wie Galoppe einfach verschwindet, weil da Menschen sind. Galoppe hat Angst vor Menschen, wie ich. Das finde ich, das ist relatable. Habe ich das gerade ausgesprochen? Ich weiß es nicht. Deutsch wäre es dann Punk. Okay, lol. Obwohl dann ER hinten dran steht. Wo ist denn das Pokémon? Ist das hinten? Da muss man voll weit laufen. Galoppa, du läufst schön weiter. Kein Rast hier. Wusch. Ne, Punk wird Punk gesprochen in Englisch. Oh Mann. Ist eigentlich komplett egal. Solange ihr mich nicht mobbt, dass ich was falsch ausspreche, ist es mir eigentlich egal, wie ich es ausspreche. Dieses Herz eigentlich bei Evoli, weil das halt das Starter-Ding ist, damit man es unterscheiden kann von anderen Evolis, oder wie sieht's aus? Fiona, wo möchtest du entwickelt werden? Kann kein Splatoon mehr spielen, oh je. Hast du kein Internet gekauft? Fiona, wo ist dein Lieblingsort, um erwachsen zu werden? Boah ey, du lernst ja sogar mal die Gift und Boden, ich bin erstaunt. Ja, das habe ich nicht gelernt, das wusste ich gerade zufällig noch. Ich lerne nicht, so etwas gibt es bei meinem Gehirn nicht. Ich versuche es zwar stundenlang, wenn ich von Hausaufgaben sitze, aber es passiert nicht. Und wir entwickeln dich jetzt zwischen den beiden Punkern, Punkern, Penkern, was auch immer. So. Aber ich brauche einen Stein, oder? War ja was. Stärkungstasche, Eisstein, ja! Wusch! Oh yes. Woo! Und ist Fiona überhaupt hier? Ich weiß es nicht. Weil ich habe schon länger keine Nachricht mehr im Chat von ihr gesehen. Oh mein Gott! Es ist wunderschön! Was ist dein Lieblings-Pokémon? Meins, Trigefalo. Ja, ich habe mich nicht verlesen, Trigefalo. Lul, Frage für alle, by the way. Was ist mein Lieblings-Pokémon? Ja, das ist echt schwer. Es gibt halt sehr, sehr viele Pokémon. Also in der ersten Generation ist es auf jeden Fall, denke ich mal, Dragosso. Es war einfach für jede Generation eins einzeln auszusuchen, aber das könnte ich jetzt auch nicht, weil ich nicht auswendig weiß. Weil ich nicht alle Pokémon auswendig aus jeder Generation weiß. Und so, overall gibt es halt einfach kein Pokémon, das cool ist. Es gibt viele, die ich mag und es gibt manche, die finde ich komisch. Ja. I don't know. Ja, Fiona entwickelt sich auf mir. Es lebt auf Bergen oder auf Miau, die stets von Schnee bedeckt sind und wird als Gottheit. Oh mein Gott, Fiona! Du bist einfach eine Gottheit! Wenn es erscheint, ist es in einen Schneesturm gehüllt. Oh mein Gott, Fiona. Fiona, das ist krass. Und wie ihr seht, macht die Joy-Con schon wieder selbstständig Spaß. Und als ob ich gerade in eine Taube reingelaufen bin. Das ist auf jeden Fall mein Lieblings-Pokémon. Ey, ich will auch Gott sein. Nee, lieber Jesus. Vor allem, es gibt ja ein Pokémon, da streitet man sich extrem, wie die Aussprache ist. Deswegen lasse ich es mal lieber.
das ist ja eigentlich das Gott-Pokémon. Und dann kommt einfach Fiona und denkt sich so, hold my snow. Was ist jetzt los? Nein. Fang das Vieh. Ihr wisst, welches Pokémon ich meine. Ich möchte es nicht aussprechen, weil jeder spricht anders aus. Und das habe ich eigentlich auch noch nie ausgesprochen. Weil ich rede nicht mit mir selbst, wenn ich Pokémon spiele. Also sagt er und tut genau das jetzt gerade eigentlich. Nee, ihr seid alle echt, hoffe ich mal. Und kann ich mal da reintreffen. Sunny the Daily Laser. Nicht Arceus. Hätte ich so ausgesprochen? I don't know. Entweder mit K oder mit Z. Ach, ich dachte, gegen den haben wir gerade gekämpft. Hey, Früchtchen. Zeit für einen Kampf. Ich habe mir ein paar Pokémon von den Losern hier zusammengeklaut. Hehe. Er ist einfach Team Rocket. Ich bin ein Bot. Okay, cool. Ich nicht. Money. Ich habe Mami gelesen. Alter, es kommt einfach so einer daher, der ich vergewaltigen will. Mit so einem Schweineaffen. Und dann heißt er Money. Was ist mit ihm los? Und ja, krass, er hat zwei Pokémon geklaut. Beziehungsweise eigentlich hat er nur ein Pokémon geklaut, weil er hätte gar nicht hier sein können ohne Pokémon, weil hier ist es ja gefährlich, ohne Pokémon unterwegs zu sein. Okay, ja. Versuchen wir nochmal, wie die Attacken alle durch. Wusch. Ey, ist ja ganz nice. Oh no. Ah, das Aquarium macht wieder Geräusche, es pupst. Nee, also in der Pumpe, wo das gefiltert wird, sammelt sich immer so ein bisschen Luft an. Weil meine Pflanzen so viel Sauerstoff erzeugen, also das kann man sogar sehen. Da steigen so Blubberblasen auf. Fragt Miau, die hat Fotos gesehen. Und diese Luftblasen werden halt immer wieder eingesaugt von der Pumpe und deswegen sammelt sich da dann Luft an, bis eine gewisse Menge an Luft da ist. Ja, wird das wieder rausgeblasen und dann klingt es erstmal so, als würde es komplett furzen. Nee, eigentlich nicht, aber egal. Und als ob Blizzard scheiße ist. Mann, ich hätte es jetzt schon umgebracht, wenn ich einfach bei Eisstrahl geblieben wäre. Mann! Fiona, was kannst du eigentlich? Ja, Herzen, toll. Schön für dich. Es ist eh schneller. Ja, Fiona, ganz ehrlich. Du kannst sterben. Ja, gut. Man muss ihr nur mal sagen, was Sache ist. Dann macht sie. Und Fiona ist halt echt nicht... Doch, Fiona ist da. Das ist alles, was sie zu sagen hat. Ah, wegen Team Rocket, oder? Ja. Kommt mir wahrscheinlich... Ah, Leute, ich schreibe so wie den Chat. Was ist hier los? Poseidon. Arceus. Ich bin nicht echt. Fee? Was, Slimog? Das ist Gift. Wir wechseln jetzt auf David. 200 IQ. Ich bin so klug. Hätte dieses Gott-Pokémon in Pokémon X als Gutschein-Dings mal bekommen, bei Level 100, aber konnte ich nicht zähmen. Dann ist es abgehauen, oder was? So, Slimog, hi. Glaubt mir wahrscheinlich eh keiner. Okay, ich glaub's. Ich bin Arielle, die Meerjungfrau, oder was? Lul. Ach so, weil ihr alle behaupten, dass sie irgendwas sind. Ihr seid alle nichts, ihr seid nichts wert, Leute. Merkt euch das. Nein, Spaß. Sind alle ganz viel wert. Solange nicht ich seid, was? So, Knochenkeule. Wusch. Ich wollte eigentlich gar nicht Knochenkeule machen. Ich wollte das andere machen. Egal. Ah, Kreideschrei, tot. Oh nein. E-Sports. Fee, warum spammst du? Was habe ich falsch gemacht? Boden geht aber auch gegen Gift. Oder meinst du das vorherige Pokémon? Wahrscheinlich. Weil da hast du es auch schon geschrieben. Fiona ist da, muss los. Anasi, habe ich dich eigentlich schon begrüßt? Ich glaube nicht. Aber ich habe schon gemerkt, dass du die ganze Zeit da bist. Es ist tot.
Ich pack's nicht. Oh shit. Fiona ist schlecht, Lul. Saß, Sus, danke, haha, Fiona kann Herzen. Oh mein Gott, dieses Galopper. Ich will immer Ponita sagen, aber so heißt es halt nicht. Route 14. Oh Leute, wenn wir auf Route 16 kommen, dann darf ich nur mit Pokémon spielen, die den 16er Insider kennen. Diesen Strauch könnte man mit einem gezielten Schnitt aus... Ja, warum lese ich das, ganz ehrlich? Was ist mit ihm los? Ich punk's nicht. Ich habe eh nicht mehr gemerkt, wie will, dass man das jetzt ausspricht, aber egal. Coole Steine, oder? Lost. Komplett lost. Oh, oh. Surfer, lol. Let's go. Hallo. Hi. Möchtest du mit meinem Pokémon spielen? Route 16 ist aber schwer. Ich habe keinen Plan von Route 16. Route 16 wird super. 16 ist krass. Ein Tangela, oho. Ja, das ist eine Pflanze und wir holen mal das Pferd, ja. Hi. Er spricht vom Pferd und heißt das Pferd einfach Miau. Was ist hier los? Irgendwas ist hier falsch. Diese Stimme. Ja, hallo? Wir wollen doch mit Tangela spielen, oder? Was ist denn das hier? Ja, dann zünde ich dich erstmal an. Ich bin paralysiert, was soll das? Wusch! Waldbrand, tot. Warum ist das Ding eigentlich Pflanze? Ich meine, ich hätte keine Ahnung, was für einen anderen Typ ich dem geben würde. Aber was steht im Pokédex über Tangela? Was ist das für ein Wesen? Das ist einfach so eine blaue Nudel. Was hat das mit einer Pflanze zu tun? Ich meine, es hat gar nichts mit irgendwas zu tun, aber egal. Und jetzt kommt es einfach mit Wasser. Was soll denn der Scheiß? Ja, dann holen wir Captain Noah, der kennt sich aus mit Wasser. Du bist lost. Ja, ich bin lost. Diese Stimme. Sieht aus wie ein Gehirn. Ja. Mein Gehirn ist auch blau. Vom vielen Denken hat das einen blauen Fleck bekommen. Versteht ihr? Oh Mann. So, stirb. Wusch. Wie bist immer noch den stärksten Pokémon? Ja, habe ich das erhalten? Haben wir das getan? I don't know, aber ich benutze es nicht. Das Ding ist eine Ranke. Ach, aber welche Ranke ist blau? Hm. Wahrscheinlich Krebs. Ich war zu ungestüm. Ja, das wirst du doch aus. Angela sind wirklich keine blaue Nudel. Blaue Nudel, mhm. Cool. Ah, wieso ist es schon 17.30 Uhr? Finde ich nicht gut. Räusper. So, nein. Oh mein Gott, habt ihr das gesehen? Galoppa geht schon wieder fremd auf Tauros. Ich habe nicht runtergelenkt. Das war der Joy-Con. Das war Galoppa. Oh mein Gott. Was zur Hölle? Miau Statement, bitte. Aber schnell. Miau Statement, was soll das? Help. Miau komplett überfordert. Miau, was hast du mit Tauros? Ganz ehrlich. Das ist nicht okay. Ich weiß zwar nicht, wen du fremd gehst, das habe ich vergessen, weil ich dumm bin. Ich glaube, dieses Vieh. Das ist wie ein Schokotauros. Ah, der Joy-Con, habt ihr es gesehen? Er lenkt schon wieder nach unten. Hör auf, stopp! Ah, Leute. An der Stelle muss ich an das Video denken, das am Freitag rauskommt. Werbung, Werbung, Werbung. Schaltet alle ein, Freitag. Wir müssen uns noch eine Uhrzeit ausmachen. Ich frage mich immer, zu welcher Uhrzeit ich ein Video hochladen soll, weil ich nie weiß, wann. Ich meine, 16 und so ist eine coole Zahl, ja. Aber es ist halt eine Kack-Zeit, um was auf YouTube hochzuladen, irgendwie, glaube ich. Keiner macht das um 16 Uhr. Aber ich würde halt um 16 Uhr. Es ist übrigens der zweite Teil vom Splatoon Final Splatfest Video. Falls ihr das nicht gesehen habt, dann seid ihr blöd.
Weil der zweite Teil wird toll. Werbung, Werbung, Werbung. Boom. Und jetzt brauchen wir eine Uhrzeit, wenn ich das hochlade. Lol. Sag mir einfach irgendwas. Tauros aus Schoko. Ja. Cool. Ich will Aerodactyl sein. Ja, das kann ich mich noch erinnern, dass du es gesagt hast. Da kommt einfach noch ein Tauros. So, wir müssen aber immer noch da hoch. Und die Ladybären und Steinen unterstützen. Alle Trainer, die du hier siehst, sind total stark und tot. Woher ich das weiß? Weil ich sie persönlich zu dem gemacht habe, was sie sind. Du wirst auch stärker werden, das sehe ich. Wie wäre es denn mit einem Kampf gegen mich? Ich will kämpfen. Mach dich bereit. Oh Mann. Taurus wäre nice für King. Darf ich Taurus sein? Wir haben schon sau viele Taurus. Vanessa! Haben wir immer noch. Waren wir wieder Vulnona an erst? Also nee. Vulnona war ja das fast tote Vieh. Ja verdammt. Kampf. Also ich weiß, dass ich nicht Angie nehmen sollte. Ich weiß nicht, was ich nehmen sollte. Was ist denn das niedrigste Level hier? Ja, die Noobs da oben. Und Angie, aber Angie ist tot. Der ist auch nicht im Stream, also hat er nicht verdient, hier zu sein. Ja, dann nehme ich auch David. Peinlich Bibi. Kauf mein Bilou! Ich mache nur Werbung für ein Video, okay? Ich bekomme so wenige Klicks. Nee. Schaut es euch an, wenn ihr wollt. Wenn nicht, dann nicht. Ist mir auch egal. Solange eine Person das Video ganz gesehen hat und sich daran erfreut hat und es enjoyed hat, denke ich, bin ich schon zufrieden. Und ich denke mal, eine Person wird schon ein Video ganz sehen, oder? Und dann passt es schon. Und Kommentare sind sowieso das Beste. Ich freue mich so sehr über Kommentare. Ah! Okay, friss Knochen. Genug. Typischer YouTuber gespielt. Das reicht für heute. Hört auf zu verzweifeln! Und stirbt. Jonas schreibt nur dumme Kommentare. True. Voll ehrenlos. Aber jemand schreibt sie welche, ich freue mich dann trotzdem so. Über diese Benachrichtigung. Auch wenn da steht Hurensohn, ich freue mich. Nein, das schreibt jetzt keiner Hurensohn, danke. Weil das Video wird wirklich toll, okay? Also, wenn ich sage, Video wird toll, dann heißt es meistens, dass ich es irgendwie cool geschnitten habe und voll aufwendig und so. Ich habe zwar lang geschnitten und so, aber es wirkt nicht wirklich aufwendig. Aber das Ending vom Video ist einfach schön, okay? Und weil das schön ist, will ich schöne Kommentare. So. Oh Mann. Können wir 10 Minuten zurückspulen in der Zeit und ich habe das nie gesagt. Ich habe es eh schon einmal gesagt, ich sage am Ende vom Video eigentlich so ziemlich fast immer, dass ich eine Bewertung da lassen sollte oder so. Und das schneide ich im Endeffekt einfach raus, weil ich mich komisch fühle. Und wäre das kein Livestream, sondern ein Video, hätte ich das auch rausgeschnitten mit der Werbung. Weil, ja, ich das unangenehm finde. Irgendwie, keine Ahnung, ich schäme mich dann, keine Ahnung, es fühlt sich dann einfach komisch an. Ja. Wie wird Psycho-Attacken? Meine Kommentare sind immer toll. Ich weiß nur, dass du sogar Kommentare unter Rocket League Videos schreibst und so ziemlich der Einzige bist, der sich's anschaut. Ob du es dir ganz anschaust? I don't know, Magma. Man, wie ich die ganze Zeit rumwächst und ich habe kein Wasservieh, oh je. Was? Ich habe weiterkämpfen. Verdammt. Wie Miau im Zittern ist. Ja, dann holen wir halt Angie raus. Komm her. Ich muss jetzt sagen, so in meinen ganzen Jahren YouTube waren die besten Kommentare bisher halt immer die von Yoshi Man. Weil der hat die längsten immer geschrieben und mega detailliert und er hat einfach alles angesprochen, was im Video vorkam. Das war immer so cool, das zu lesen. Ich habe mich da immer so gefreut, dass man sich so krass, dass er sich so krass mit dem Video auseinandergesetzt hat. Michi hat auch manchmal solche Kommentare geschrieben, so richtig lange, wo man sich so richtig auseinandergesetzt hat. Also das ist mega cool, das sind so die besten Kommentare. Aber was ich auch cool finde, so immer wieder die Leute, die einfach nur kurz schreiben, so cooles Video oder so.
Weil das Fräulein auch schon unglaublich, wenn ich mir ein Video auf YouTube anschaue oder so. Mache ich mir halt nicht unbedingt die Mühe zu schreiben, ein cooles Video oder so. Obwohl es nicht mal Mühe ist oder so. Aber ich will halt irgendwie diese Aufmerksamkeit nicht bekommen. Das klingt komisch, aber ja, ich bin noch komisch. So. Ja. Kopfnuss stirbt. Der Typ dreht sich und hat einfach einen Fußkick. Alles klar. Ich bin tot? Huch, habe ich nicht mitbekommen. Lol. Ja gut, Rebecca. One-Hitter ist einfach. Let's go. Ich mag keine langen Kommentare. Lange Kommentare sind toll. Und hi, Iga. Schön, dich mal wieder hier zu sehen. Yay. So. Und jetzt stirb. Also nicht Iga, sondern Magma. Toll. Wusch. Solche langen Kommentare sind mir zu anstrengend. Ich schreibe nur die witzigsten Dinge, die im Video passieren, sind als Kommentar. Okay, ich muss mich korrigieren. Jetzt wollte ich sagen, ich muss mich kommentieren. Ich kann nicht über Themen reden, wenn ich lost bin. Und ich bin sehr, sehr lost. Ja, was soll ich jetzt sagen? Kommentare, Kommentare, irgendwas zu Kommentaren. Ja, also am coolsten sind halt. Ich bin halt jemand, der ist sehr dankbar auch. Oh Mann, ich bin durch. Jetzt habe ich auch dich zu dem gemacht, was du bist. Cool. Und ich habe dich umgebracht. Du bist jetzt auch irgendwas. Scheiße, was wollte ich sagen? In die lodert großes Potenzial hier, diese Feuerschlag. Miau, willst du eine neue Attacke? Leute, das wollte ich jetzt sagen. Was wollte ich jetzt sagen? Verdammt, verdammt. Wir haben über. Nein, nein! Joy-Con. Okay, okay, ruhig. Kommentare unter das Video kann ich nicht schreiben. Wegen meiner Schwestern, Lul. Okay. Der dicke Ange zeigt den Marken und ist instant gestorben. Auf jeden Fall. Och Mann, wo fliegt dieser Ball wieder hin? Was Lino. Irgendwas zu dem, was Lino geschrieben hat. Alter. Die Pumpe hat wieder gefurzt und ich dachte so, irgendein Pokémon schreit gerade. Ich denke mir so, das kann nicht sein, es ist ein Ball drinnen. Ich war etwas verwirrt. Solche langen. Ich muss nochmal lesen, was Lino geschrieben hat. Solche langen Kommentare sind mir zu anstrengend. Ich schreibe nur witzige Dinge, die im Video passieren, sind als Kommentar. Ja, das finde ich auch. Genau, ich weiß wieder, was ich sagen wollte. Ich bin dankbar, auch wenn ich. Also, ich sage eigentlich auch oft dankbar, aber manche Leute sagen halt auch oft dankbar und sind es gar nicht so wirklich. Aber. Wenn ich dankbar bin, dann. Ist das wirklich ein sehr starkes Gefühl von mir. Egal jetzt bei was. Also sei es jetzt, ich bin dankbar für einen Kommentar oder... keine Ahnung. Jemand hilft mir bei irgendwas im Leben oder so. Dann bin ich dankbar und... diese Dankbarkeit ist wirklich ernst von mir, ja? Manche Leute sagen einfach Danke und das war's und denken nicht weiter drüber nach und so. Aber bei mir bedeutet Dankbarkeit viel, ja? Auf jeden Fall... dankbar bin ich auch bei so Kommentaren, wie die irgendwas ansprechen, wo ich irgendwas Lustiges geschnitten habe oder so und ich fand diese Stelle witzig, wie ich es geschnitten habe und dann sprechen das Leute in den Kommentaren nochmal an und dann kriege ich so die Bestätigung, dass wirklich das jemand lustig fand und das finde ich dann auch cool. Ja, Tauboga, geh weg. Keine Ahnung mehr, was ich schreiben soll, Lul. Weg von Taurus ganz schnell. Taurus muss los. Also du stehst am Arsch der Welt. Jetzt kommt die da so 10 Jahre. Stell dir das so vor. Hier geht so aus der Haustür raus. Und da ist so eine ganz lange Straße. Und ganz hinten am Horizont. Oder keine Ahnung, so 100 Meter entfernt steht so jemand. Und er sieht euch. Und da kommt er in diesem Tempo auf euch zu. Denkt euch auch nur. Bitch. Lass mich in Ruhe. Die perfekte Gelegenheit, um mit dem Pokémon anzutreten, die ich eben im Pausch erhalten habe. Okay. Mein Interesse für Flups ist mir flöten gegangen. Ich konnte ihn einfach deabonnieren. Lust ist wieder da. Hä? Achso, ich konnte nicht... was? Hä? Warte mal. Mein Interesse für Flups ist mir flöten gegangen. Ich konnte ihn nicht einfach deabonnieren. Lust ist wieder da.
Okay, also du hast die Lust verloren an mir, aber du konntest nicht deabonnieren und jetzt hast du wieder Lust. Habe ich es richtig verstanden? Ah, wir brauchen Evoli. Geh von meinem Kopf runter, ganz ehrlich, du musst kämpfen. Ich hoffe, du stirbst jetzt nicht. Ah, die wissen, der Pokémon-Kampf mit ihr. Nee, wir machen erst Pokémon-Kämpfe, wenn wir die Liga haben. Ah, das wird noch so lange dauern. Deswegen muss ich ja Pokémon streamen. Und hätte ich heute nicht Pokémon gestreamt, hätte ich heute gar nichts gestreamt, weil ich will nichts anderes. Ich kann heute nur eine Stunde streamen. Und jetzt ist es einfach tot. Und ich will sowas wie Splatoon oder so nicht nur eine Stunde streamen. Das lohnt sich überhaupt nicht. Das finde ich so kacke. Und Evoli, das ist so, wenn ich das so ungefähr ab 1,5 Stunden... habe ich eh nicht mehr so wirklich Bock, Evoli zu streamen. Deswegen passt eine Stunde für Evoli perfekt. Also, ja. Mehr ging sich heute nicht aus. So. Du wirst rasiert. Nein, ich will nicht kämpfen. Oh je, das wird so peinlich. Er wird so die krassesten Strategien raushauen. Aber vielleicht, wenn ich wirklich Zeit finde, Pokémon Schwert Schild zu spielen, also ich meine, ich werde es mir kaufen, aber ich kann nicht garantieren, ob ich genug Zeit dafür habe. Dann, also ich werde es offscreen, ich werde das nicht streamen. Aber wenn ich das so gespielt habe, dann ist mein Kopf wieder ein bisschen aufgefrischt, ja. Was so ein bisschen Wissen von Pokémon angeht. Aber ich glaube nicht, dass ich es durchspielen werde. So Pokémon-Spiele auf irgendein Nintendo oder 3DS oder irgendwie so, irgendwelche Spiele halt so. Die habe ich immer nur auf Reisen dann finally durchgespielt, glaube ich. Also die hatte ich so zu Release gekauft, habe so, keine Ahnung, die Hälfte vom Spiel geschafft, dann keine Zeit mehr gehabt und andere Dinge gemacht. Und dann irgendwann so, keine Ahnung, in einem Flugzeug mal oder so. Also ich weiß, Sonne, Mond habe ich durch, mehr oder weniger. Also ich habe die Liga und da weiß ich auf jeden Fall, da war ein Riesenabstand zwischen Liga und Release. Aber ich habe nicht all diese Ultra-Bestien, also das habe ich nicht fertig gemacht. Ja. Mal sehen. Ich bin schon gespannt auf die Story über Schwert und Schild, weil ich fand die Sonne-Mond eigentlich cool. Die hat mir gefallen. Ich fand das irgendwie nice. Gibt es verschiedene Meinungen, aber ich fand es nice. SNS wird toll. Vielleicht ist Let's Go Evoli ja spaßiger mit Leuten im Talk. I don't know, ihr seht das halt verzögert, deswegen... I don't know, ob das Sinn ergibt. Aber Lino, wir können den krassen Pokémon-Profi mal im Talk featuren, wenn ihr wollt. Heute zahlt sich das nicht mehr aus, weil der Stream geht nicht mehr lange. Das ist heute ein bisschen, steht auch im Titel. Und... ach, das ist ein Dodri. Ich hab Diktri gelesen. Egal. Ach Leute. Oh, verdammt. Egal. Dann vergiften wir es einfach. Oh mein Gott, jetzt hat das Aquarium genau in dem Moment, wo mich der Bohr getroffen hat, den Sound gemacht. Und ich denke mir, was ist hier schon wieder los? Egal. Verdammt, es ist tot. Oh je, jetzt wird's knapp langsam. Wir sollten wieder heilen. Oh oh. Mann, warum muss ich so oft warum muss ich so oft heilen? Ah, ich bin so schlecht. Wir haben die Feuerattacke noch nicht beigebracht. Ah, okay, verdammt. Das hat noch Pokémon, oh mein Gott. Wir müssen was tun. Scheiße. Beleber. Rebecca. Will auch mal mit Flups kämpfen. Ja, das können wir dann alles machen, wenn ich durch bin mit dem Spiel. Aha. No, miau, wieso hast du nicht standgehalten mit Herzen? Verdammt. Oje, oje.
gehe dann mal VR-Chat oder so spielen bei. Als ob du VR hast. Aber gut, viel Spaß. Gnisterladung. Nein! Aua! Scheiße. Wir haben keinen Beleber mehr. Oh nein. Das kann man nicht mehr schaffen. Wieso war es schneller? Wieso war es schneller? Bin ich jetzt schneller? Thank you. Wenn ein Dodri nicht zerstört ist, also. Ich dachte, es ist ein Dick-Tri. Deswegen bin ich über Pflanze geblieben. Aha, jetzt brauche ich Pflanze. Habe ich irgendwas anderes, was mich beleben kann? Ich habe gehört, ein Cracker kann mich wieder beleben. Wie viel heilt denn das? Oh. Wie viel heilt das? Oh. Wow. Ja, cool. Wir haben einen Supertrank. Wir haben einen Hypertrank. 120. Ja, das wäre wohl das Schlauste, oder? Oh je. Es ist gut gegen Boden, echt? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Es wird spannend, Leute. Es wird spannend. Verdammt. Okay, aber wenn es mich jetzt nochmal hittet, sollte es mich nicht umbringen, oder? Sich Blizzard einsetzen. Das Risiko. Es ging so vorhin so oft daneben. Jetzt geht's nicht daneben. Komm schon, komm schon, komm schon. Scheiße. Scheiße. Nicht Erdbeben. Warum bist du jetzt tot? Nein, es war doch noch im grünen Bereich. Ah. Nein. Ich bin schwarz vor Augen. Ja, ich geh schon. Du Eis mit. Ja, ich weiß. Dodris Omega Super Mega Sonic, echt, Sandama auch. Uff. Ja, also bei Typvorteilen kannst du mich auch fragen. Okay, Iga, sehr gut. Ich bin wieder da, lul. Okay, hi Kersin, welcome back. Mein Herz ist jetzt zerbrochen, weil du Tauros weggemacht hast. Mann, dein Herz gehört nur Tauros. Ich dachte, es gehört auch mir. Ich dachte, du wärst ein Ehrenpferd. Ich meine, du bist immer noch ein Ehrengirl, aber mit einem Ehrenpferd. Das war's dann damit. Ist vorbei. Weil die 4 setzt Verzweifler und vergisst das Wort ein. Cool, cool, danke, tschüss. Miau, schlecht. So. Dann versuchen wir es nochmal. Tauros stirbt in Endgame, oh mein Gott. Finde ich gut. Finde ich gut, ist ein Happy End für mich. Für Miau eher weniger, aber finde ich gut. Ich kaufe es so jetzt darauf, das ist so random. So. Also. Wir haben... Was kam als erstes Pokémon? Ich kann mich nicht erinnern. Ich glaube, ich habe mit David gekämpft, oder? Oder war das ein anderer Kampf? Ich weiß nicht. Ah, ich muss gehen. Wenn ich die Zeit habe, den Server vorzubereiten will. Beim nächsten Mal gibt's halt wieder was, ja. Und da muss ich was vorbereiten. Und die Zeit habe ich nicht. Hätte ich die Zeit, dann hätte ich heute auch länger gestreamt. Hilfe, ich habe Haarausfall und es klebt gerade ein Haar in meinem Gesicht und es juckt. Verdammt nochmal, was ist hier los? Warum muss man bei Versenden einer Freundesanfrage bei dir ein K haben? Ja, weil das mein Clan-Tag ist. Aber man kommt auch in die Freundesliste rein, wenn ich merke, man ist ein aktiver Zuschauer
und ich weiß so, wer das ist und merkt mir die Namen so schon. Wann kommt wieder Minecraft? Also wie viele haben das denn jetzt gefragt? Ich habe es aber gerade beantwortet. Ich weiß nicht, ob du da schon da warst. Ich glaube schon, du warst wieder da. Ja, Anasi habe ich es vorhin eigentlich beantwortet. Nicht Chippo. Aber Chippo müsste die Antwort gehört haben. Okay. Aquana, stimmt. Oh, verdammt. Nein. Ah ja, habe japanischen Namen halt, Lul. Nee, darum geht's nicht, aber dass ich sehe dich heute zum ersten Mal im Chat. Deswegen würde ich deine Freundschaftsfrage noch nicht annehmen. Weil ich nicht wirklich merke, dass du ein aktiver Zuschauer bist oder so. I don't know. Aber freut mich umso mehr, dass du hier mal da bist, ja? Vor allem, wir haben 10 Zuschauer, das ist voll viel für Evoli so. Ich meine, ich hatte schon 0 bei Evoli. Ist nice. Finde ich gut. Nino spielt erstmal Splatoon. Ich bin neidisch, ich will auch Splatoon spielen. Warum stream ich nicht einfach, denkt ihr jetzt? Ah! Die letzten beiden Splatoon-Streams waren eh einfach nur, weil ich 2 Fliegen mit einer Klappe machen wollte. Ich wollte halt Ranked spielen, weil ich Splatoon-süchtig bin und meine Sucht nicht ausleben kann. Und ich konnte streamen, also 2 Fliegen mit einer Klappe. Und ich finde das so witzig, wie das da nach hinten springt, so hinter den Tsunami. Sieht so dumm aus. Du kannst mal sterben. Help, help. I know. Ich hab's nicht. Ja, Lino hat das nicht, aber komm, Lino ist halt krass. Ich meine, die krassesten Leute sind eh die, die schon auf Freundesliste waren, bevor Splatoon 2 rauskam, ja. Da weiß ich aber jetzt nur einen, wo ich mir sicher bin, dass der drauf war. Und zwar auch Yoshi-Man. Dodri, aber wir bleiben mal, weil das ist ein Vogelfieh und wir sind Vogeltöter. Komm, Liebe, ja! Danke! Diese Schreibeknisterladung. Pfui! Wusch! Ja, das ist Evoli. Und seine Knisterladung. Und Felix, Felix, ich hasse dich! Splatoon 2 schlechte Game. Was war die Antwort darauf von dir, wie ich gefragt habe, warum du nicht mit Splatoon 2 spielen kannst? Ich habe das übersehen, die Antwort, was du geantwortet hast. I'm sorry. Ich war schon auf der Wii U FL. Ja, das sowieso, aber das meinte ich nicht. Sondern wer auf der Switch, bevor Splatoon 2 rauskam, auf der FL war. Was halt nichts gebracht hat, weil es da keinen Multiplayer gab. Zumindest keinen, den ich hatte. War die liebe Evoli, we got him. Susi, die Schildkröte, scheiße, da war irgendwas, was hat's damit auf sich gehabt? Was war das? Ich hab's vergessen. Egal. Saug. Wie einfach jetzt die Runde einfach läuft. Weg. Wow. Wenn man zahnt und redet und zuhört, kann man sich keine krassen Stories ausdenken, warum man nicht mit Herzen überlebt hat. Ach, ja, du musst deine Affäre mit Tauros zeichnen. Brigitte. Galoppa, beziehungsweise Joy-Con, es bringt nichts gegen den Zaun zu laufen. Stimmt, und weil ich über Joy-Con geredet habe, habe ich dann an das Video von Freitag gedacht. Weil da spielt es auch eine kurze Rolle, die krassen Joy-Cons. Deswegen habe ich da dran gedacht. Und was kommt denn hier alles noch? Oh mein Gott. Wir haben ja nichts erreicht in diesem Stream. Ein Kampf noch, oder? Hi.
Muss wieder wegkommen, diesmal nicht zurück. Bye, schön, dass du da warst. Miau. Okay. Hast du jemals die Legende von den mythischen Schwingen gehört? Ist das jetzt irgendwas, wovon ich gehört haben sollte? Ich weiß nicht, was die Person meint. Schwingen, Vogelschlag, Flugschlag, Schwingen, I don't know, lost. Was ist das denn? Och, Rebecca, ach, das ist eine KP. Holen wir nochmal Miau raus, komm her. Wir haben dir immer noch nicht die Attacke beigebracht, das müssen wir noch machen. Erinnert mich dran. Ich habe dich, glaube ich, nur gefunden, weil ich Splatoon einen Sieg gesucht habe. Ja, so hat mich jeder gefunden, beziehungsweise durch Splatoon-Hacker. Mein meistgeklicktes Video. Ah, mein Aquarium pupst wieder. Sehr schön. So kann ich das Video nennen. Also diesen Part von Evoli. Mein Aquarium pupst. Perfekt. Wir haben den Titel. Sehr gut. Oder Miau geht immer noch fremd. Nee, nee. Wir wollen es ja nicht wiederholen. Och, ernsthaft. Verbrenne einfach. Danke. Miau ist eine schlechte Pokémon. Pokémon. Hunter, hi! Aber der Stream ist gleich vorbei. Yay! Tauboss. Cool. Verdammt, Miau ist ja fast tot. Ich vergesse alles einfach. Lino, nein. Oh mein Gott, da fliegen Spatzen vor meinem Fenster rum. Autsch. Es ist so geil, dass Alola Geowatz bei Donnerschlag springt und sich auf den Bidden setzt. Okay. Ja, ich weiß. Cool. In der Beschreibung steht einfach aktive Livestream seit 4 Minuten, ne? Bei mir war auch was, wie ich den Stream teilen wollte, stand das so vor 4 Sekunden gestreamt oder so und ich dachte mir, Bitch, ich habe den Stream gerade angemacht. Was willst du? Nimm den dicken Angel. Nee, nee, der muss schon selbst herkommen. Wenn er kämpfen will. Ich feiere es irgendwie, dass Ange ein dickes Pokémon ist. ich merk's. Aua. Huch. Habe ich was verpasst? Das ist YouTube 2019. Ja, wenn ihr so wollt. Mann, jetzt bring's um. Ich muss den Stream beenden, ne? Bam, cool. Ich bin ein Stock. Ey, ich bin auch dick. Soll ich jetzt das Relax nach dir benennen oder was willst du mir damit sagen? So. Speichern, Leute. Nee, stopp. Wir speichern nicht, wir schließen einfach das Spiel. Haha, nee. Wir müssen noch eine Attacke beibringen. Und die hat mich nicht dran erinnert. Oder ich hab's überlesen, I don't know. Kampftasche? Nee. TM-Box, ja, lol. Wow, cool. Aber David kann's erlernen, Hauptsache das. Feuriger Schlag, der dem Ziel eventuelle Verbrennung zufügt. Ja, ich meine, wir können ja noch irgendwen Feuer geben, why not?
Ich meine, Angel. Angel ist halt scheiße, der fliegt bald raus, ich sag's euch. Aber mit David benutze ich ja immer nur eine Bodenattacke, dann könnte ich die andere einfach dadurch ersetzen. Ich benutze immer Knochenmerang. Das macht Fuchtler. Nee, du sag, was ich vergessen soll. Please. Guck mal Linus Namen an. Oh mein Gott. Ist es ein Troll oder ist es real? Wenn es real ist, liebe ich dich. Und bin dir dankbar. Und weiß, was für eine Dankesrede ich vorhin gehalten habe. Über die Bedeutung, was Dankbarkeit für mich bedeutet. Beziehungsweise, also wenn die Dankbarkeit von mir kommt, wenn die Dankbarkeit von anderen kommt, weiß ich halt nicht, ob das ernst gemeint ist oder nicht. Okay, was soll ich vergessen? Nur es ist halt schwer, Dankbarkeit auszudrücken. Wie macht man sowas? Dass Leute wirklich merken, dass man wirklich dankbar ist, so. I don't know. Aber es ist eh nur ein Troll, also vergesst mir das wieder. Oh. Und Felix ist gerade einfach aufgegangen. Okay. Vielleicht benennt er sich um. Nee, tut er nicht. Der ist in einem Team. Ich bin eh nur noch selten Switch. Ach so, ja, okay. So ist es also. Wenn es eh schon im Müll liegt, dann kann man sich ja gleich Sternkarte dranhängen oder was. So, was soll ich jetzt vergessen? Streamst du eigentlich Super Mario Maker 2? Kann ich mal wieder machen, aber das würde sich für eine Stunde halt auch nicht auszahlen. Aber habe eh drüber nachgedacht, das bald mal wieder vorzuhaben. Ja. Was soll ich jetzt vergessen? Ich nehme es zurück, nicht nach eineinhalb Stunden habe ich keinen Bock mehr auf Evoli, nach einer Stunde habe ich keinen Bock mehr auf Evoli. Und es sind auch erst 52 Minuten vergangen. Aha, Lino, ich will aufhören. Muss weg, bye. Okay, tschüss Felix. Und Lino! Mann, Leute. Das hängt jetzt alles an Lino. Was soll ich vergessen, verdammt nochmal? Bestimmt muss er jetzt so googeln, weil er keine Ahnung hat von Pokémon. Ahaha. Hier. Naja, habe ganz viele Nintendo-like-Level gebaut. Die kamen bei den Randoms sehr gut an. Na dann, würden sie gerne spielen. Och, Lino. Angel rollt einmal auf das Vieh und schon ist es dead. Finde ich gut. Wenn Lino nicht antwortet, muss ich den Stream eines Tages ganz plötzlich beenden, ohne mich verabschieden zu können. Lino, was ist los mit dir, Bitch? Oder kann mir wenigstens irgendwer anderer sagen, was ich vergessen soll? Ich chatte erstmal mit Rebecca. Während ich hier warte. Fuchtlet. Okay, Fuchtlet, diese Attacke vergessen. Hi, Enrico, du kommst genau dann, wenn der Stream zu Ende geht. Sieht er, dass ich das schreibe? Sad, als ob das nicht ankam, ist ja mega scheiße. Ich habe Fuchtlet nur jetzt gesehen. Warum wurde es ausgeblendet? Mann, YouTube. Ist doch kacke. Nein! Oh, Joy, komm bitte! Oh mein Gott, Jesus! Evoli, hör auf zu heulen! Speichern! Ja, Spiel speichern! Sehr gut, du hast das Spiel gespeichert, finde ich gut. Okay! Leute, danke fürs Zuschauen und so!
dieses Danke ist jetzt nicht, also im Vergleich zu den, zu der Dankbarkeit, über die ich geredet habe, ist das jetzt kein so riesen Danke. Aber das ist eher so ein normales Danke, so. Egal, warum erzähle ich euch das. Es ist schon ein ehrliches Danke. Nicht, dass ihr mich falsch versteht. Ja, gut. Ich bin saumüde und lost. Ich glaube, das habt ihr eh gemerkt. Ja. Ich mach dann weiter Hausaufgabe. Tschüss. Verkackt, ja, recht hast. Warum habe ich den Stream noch nicht beendet? Ich bin so lost. Leute, helft mir. Ciao.